Servus, willkommen zurück bei Lego City Undercover mit eurem Voucher und mit Chase McCain. Heute als verdeckter Polizist unterwegs, der Stolz der Truppe. Bin ich jetzt erschrocken, ich dachte gerade, was geht denn hier ab? Der Pelzer hat mir gesagt oder im Kommentar geschrieben, ich habe da einen Stein übersehen bei dem Parcours, den holen wir uns jetzt noch. Ich habe natürlich schon mal vorgelinst, ich muss hier nur wieder hochkommen. Ich tue mich heute etwas schwer damit. Komm schon, Chase! Super, jetzt langsam. Jawohl, und zwar über uns ist das Ding. Den habe ich beim letzten Mal nicht gesehen. Den holen wir uns natürlich ran. Hier, ne? Da bin ich das letzte Mal geradeaus gelaufen. Danke für den Hinweis, mein Lieber. Jetzt haben wir das Ding gefunden. Was wir jetzt als nächstes machen, wir müssen den Limousinenauftrag mal irgendwann erledigen. Das sollte man vielleicht jetzt sogar machen. Mal kurz gucken, da unten ist das Polizeizeichen. Das machen wir jetzt als nächstes gleich. Ich glaube, 8,9% von der Story haben wir erst. Ich habe mal geguckt vorhin beim Einloggen. Steht ja dann manchmal dabei. Okay, langsam. Ey, guck mal. Das lassen wir natürlich nicht auf uns sitzen. Hier mit unserem, mit dem Hai-Chen. So, Hai-Chen, bestimmt mal eingebrochen hier in den Computerladen. Aber hier können wir nichts machen, Diggerle. Da können wir leider nichts machen. Da brauchen wir wieder einen anderen Skin. Ich kann es mal probieren, aber nee. Nee. Also wir kommen praktisch mit dem Hai-Chen hier rein. Allerdings ist das noch gesperrt für uns. Alles klar, jetzt müssen wir nur noch wissen, wo es weitergeht. Hier ist die Limousine. Ja, gut, dann fangen wir doch hier an. Das letzte Mal bin ich aufs Moped gestiegen. Ne? Tut mir leid, dass ich jetzt manchmal neben rausrutsche. Bring die Limousine zum Blackwell-Turm in King's Curb. Alles klar. Hallo, ne? Alter, ist das ein geiles, fettes Ding. Ein Kollege. Servus, Kollege. Oh. Wir müssen halt gucken, dass sie ganz bleibt, ne? Turbo hat die keinen. Alles klar, dann fahren wir hier mal gemütlich durch die City. Folge den GPS-Stats. Machen wir. Ich weiß auch, warum ich so gut drauf bin, ne? Es liegt nicht nur am Lego. Also Lego... Oh, das geht nach Zeit. Scheiße. Lego ist natürlich Oberhammer-Affengeil. Aber es ist halt auch komplett ein neues Spiel. Hey, Digga, mach Platz, wenn ich hier mit der Limo komme. Ja, so ist gut. In die Richtung rüber. Dann komme ich nämlich vorbei. Macht es schön. 2 Minuten noch. Da können wir natürlich jetzt hier nicht anhalten am Zebrastreifen. Da können wir keine Rücksicht nehmen, ne? Ist klar. Ne, also wie gesagt, das Spiel bringt gerade momentan tierisch Laune und ich bin echt froh, dass wir noch am Anfang sind. Ansonsten, auf der anderen Seite, wären wir jetzt fast fertig, würde ich das nächste Lego-Spiel rauskruscheln, weißt du? Die ziehen wir jetzt durch. Jetzt kommt ja der neue Trailer bald, ne? Von diesem Heroes 2. Da bin ich auch gespannt. Müsste jetzt übermorgen oder so soweit sein, glaube ich. Ah, da kommen wir gerade so durch, gerade so. Da bin ich gespannt, wenn die da so einen Wind drum machen. Vor allem Guardians of the Galaxy, Alter, das ist so meins. Ich muss aber dazu sagen, ich gehe nicht ins Kino, wenn die Filme rauskommen. Bin ich so der Kinotyp, war ich früher. Ich warte immer, bis das Zeug schön auf DVD da ist oder Blu-ray. Und dann machen wir es hier gemütlich. So, Alter, jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit. Ich hoffe, wir sind bald an dem Turm. Ah ja, da vorne ist es. Ja, schön rüberrutschen. Das machst du gut. Ja, gut, gut. Ist vielleicht nicht schön, aber selten. Da vorne ist es, wir haben es geschafft. Jetzt natürlich hier anständig, ne? Yo, Aufträge erledigt. Oh, ja, stimmt, der war eine Berühmtheit. Forrest Blackwell. Mr. Blackwell, haben Sie den Skandal schon verkraftet? Wieso lassen Sie niemanden mehr in Ihren Turm? Stimmt es, dass Sie Katzen lieber als Hunde mögen? Ich bitte Sie! Wichtige Fragen. Respektieren Sie Mr. Blackwells Privatsphäre. Er will doch nur aus komplett geheimen Gründen, die Sie nichts angehen, zu einem vollkommen mysteriösen Ort. Wir sind gespannt. Achso, wir fahren den ja, ne? Wir sind gar nicht gespannt. Wir werden es gleich rausfinden. Blackwell tut mir jetzt schon leid für alles, was passiert. Sehr aufmerksam, junger Mann. Ich wünsche eine der letzten Aufführungen des Stücks Der ewig volle Briefkasten im Gillespie-Theater zu besuchen. Ich hoffe, man hat Ihnen von meiner Abneigung gegenüber den Paparazzi berichtet. Ja, hat man, aber Alter, die sind natürlich hier voll unterwegs. Dafür, nun, sagen wir mal, eher unkonventioneller Fahrmethoden bedarf. Ach, mach dich locker, Alter. Unkonventionell ist mein zweiter Vorname hier, Digga. Der babbelt. Auf Wüstenschiffen überstanden. Der labert. Viel unbehaglicher für mein Hinterteil kann diese Fahrt jetzt auch nicht werden. Ist gut, lest der Zeitung, Alter. Ich weiß nicht, ob es ein cooler ist, der Blackwell. Auf jeden Fall babbelt er, weißt du. Wenn hier einer babbelt, sind wir das, oder? Ey, guck mal hier, fettes Lego. Sind Sie denn auch
ein Freund der Künste, junger Mann? Auf jeden Fall, Digga. Es gibt da diese Show im Fernsehen, wo sie alten Trödel kaufen. Oh, geil. Ein wahrer Kenner. Wie geil. Hier, guck mal, das ist doch bestimmt auch einer hier. Das sieht man sie auf der Minimap, die Penner. Also, darf ich fragen, worum es in dem Stück geht? Behörden, Regulierungen, Bürokratie. Bürokratie. Das ist die Leid des Kleinbürgers. Ja, der klingt verdächtig, oder? Ach, welche Schande, wenn Dummköpfe einem den Plan vereiteln. Jo, Blackwell, mach die locker. Machen? Das Leben geht weiter. Oder man wird verrückt. Ja. Okay, jetzt gefällt er mal schon besser. Verrückt. Oder man erledigt die Sache hinter dem Rücken der Dummköpfe, ohne dass sie es mitbekommen. Guck dir den Depp an. Der dritte Weg. Unter uns gesagt, der Weg, den ich bevorzuge. Okay, ich das auch. Ding hat keinen Gesundheitsansatz. Ja, doch, wir sind noch gut dabei. Stück. Danke. Ich gehe davon aus, dass dies meine vorerst letzte Chance sein wird, eins zu sehen. Ich fahr den gleich gegen eine Mauer oder so jetzt. Ey, guck mal den fetten Dinosaurier da oben an. Siehst du den? Ich würde ja am liebsten aussteigen, aber dann kommen wir zu spät wahrscheinlich. Wir haben nur noch ein paar Sekunden Zeit, weißt du? Geil, Alter, ist die Stadt groß. Da müssen wir mal noch. Demnächst machen wir einfach mal eine Tour durch die City. Ja, Blackwell, Alter. Das kriegt aber hoffentlich fettes Trinkgeld. Wo sind meine GPS-Stats? Ah, das ist ein Kreisverkehr. Ja, mach mal Platz. Ich müsste nämlich austreten. Scheiße, Alter, das wird zeitlich jetzt super knapp. Da kann ich doch abkürzen hier, oder? Ja, jo, guck doch. Guck doch. Und unsere kleine Reise neigt sich nun dem Ende zu. Oh, wie schade. Warten Sie nicht auf mich. Ich werde auf andere Art nach Hause gelangen. Leben Sie wohl. Auf Wiedersehen, Sir. Wir haben ihn hinter uns gebracht. Alterle. Und jetzt? Müssen wir die Limousine bestimmt zurückbringen, oder? Hallo? Ah, guck du hier. Du bist ein wirklich hervorragender Fahrer. Und ein Mangel an Respekt gegenüber der Straßenverkehrsordnung rundet das Bild deines Gangsters ab. Danke. Danke. Ich hasse die Verkehrsordnung. Und jetzt? Ich habe so eine Ahnung, dass du genau die Sorte Typ bist, die wir suchen. Ja, super, dann schon gib mir den nächsten Auftrag, Alter. Hast du geklaut? Ein paar Stifte. Ich hätte stehen bleiben sollen, ne? Ich bin bestimmt am Arsch der Welt jetzt. Von einem Kind. Hey, guck mal, hier hat's auch wieder einen bunten Stein. Hervorragend. Das verdient eine Beförderung. Begib dich in die Gasse links vom Schrottplatz in Pagoda. Mein Chef wird dort auf dich warten und dir die weiteren Details erklären. Dann mal auf zu Mr. Chan. Mach Platz hier, wir haben einen Auftrag. Oh, scheiße, ich hab die Einfahrt verpasst. Ja, da musst du halt immer aufpassen. Scheiße. Drücke RB, um Fahrzeuge springen zu lassen. Hä? Das springt hier nicht, Alter. Das springt hier nicht. Verdammt! Da geht nichts mehr. Da geht nichts mehr. Ah doch, guck mal hier. Jetzt. Ja, das kriegen wir doch nochmal hin, oder? Verzeihung. So, jetzt müssen wir bloß noch da hochfahren, dann ist wieder alles gut. Ah ja, das reicht uns locker. Hier sind wir wieder. On the road again, baby. So, meine Freunde, wir müssen ein bisschen Gas geben. Wir haben nämlich jetzt schon wieder Zeit in den Sand gesetzt. Oh Gott, dem arme Limousine, Alter. Yo, das ist meins. Ach Gott, ich liebe das gerade so. Halt. Zurück, mein Freund, zurück. Ich glaube, hier rechts war schon das Zeichen. Seitengasse. Wollen wir hier mal einbiegen. Ja, guck mal, hier ist... So hat er es bestimmt nicht meint. Ne. So, Leute, jetzt wisst ihr Bescheid hier, ne? Wie man Auto fährt. Aber wir haben noch Zeit, sehr schön. Okay, dunkle Gasse. Ist es eine Falle? Chase, Obacht, mein Perfekt. Freund. Perfekt. Was ein fetter Stift. Oh. Ich bin hier wegen der Beförderung. Du? Du siehst aus wie von der Polente. Gib's aufs Maul, Alter. Nicht. Hier. War das nicht der Kollege, der da auf dem Bild war? Oh, jetzt kommt der Feind. Depp.
Hallo, Fahrer. Willst du dir was dazu verdienen? Schluss jetzt, sonst feuere ich euch, Trottel. Geil lacht das der Chef aus hier, ganz böse. Vor allem, wenn du dann nicht aufhören kannst zu lachen, ganz schlimm. An was dachten Sie? Eine Fluchtfahrt? Ganz Kommt langsam. Auf den Punkt. Eine Schleichfahrt? Nein! Oh. Erstmal musst du dich beweisen. Wie oft Lies noch? Ein paar Anweisungen. Folge ihnen und melde dich dann bei mir auf dem Schrottplatz. Alles und klar, lass Digga. Dich nicht erwischen wie diese Trottel! Geht klar, Mr. Chan. Bitte, nenn mich Sir. Nennt mich Sir, alles klar, Sir. Was machst du noch hier? Er hat schon so ein bisschen Schuss, ne? Der Chan. Das ist ein geiler Hass. Wie geil. Chan will also, dass ich eine Karre von seinen Rivalen zurückhole, während Paradise die eine Party feiern? Das macht mich wohl zur Spaßbremse. Wir werden hier so blöd geparkt. Das erste Mal, dass ich eine Party ausbremse. Haha, den habe ich noch gestoppt. So, raus ist der Bock. Tschüss. Bira! Alter, der hat Nitro. Den geben wir jetzt mal Vollgas hier. Ey, was ist denn eigentlich hier immer mit den Dingern? Diese Fragezeichen. Lass uns da mal ganz kurz gucken. Nicht, dass ich hier die ganzen geilen Sachen liegen lasse immer, weißt du? Hier. Da ist doch was, ne? So, Bell. Außerdem muss es einmal dabei sein. Dim, 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 dim. Aha, aha. Bam. Dede. Zeig uns, was wir gefunden haben. Da vorne ist es. Alter, zieh dich mal ab hier, wenn wir da gerade eine Ermittlung machen. Was ist das? So, jetzt drück. Was finden wir? Ein Gong. In deiner Nähe befinden sich drei Glocken. Finde sie und schlage sie mit einem Schlägel. Ja, alles klar. Dann machen wir das mit den Glocken geschwind. Ist hier eine Glocke drin? Hier ist eine Glocke. Wieso sollten da drei Glocken... Wo ist denn jetzt die Glocke, Alter? Wo ist denn der Bämmel? Hey, wo ist der jetzt? Habe ich den nicht aufgenommen? Ich habe doch den Bämmel aufgenommen gehabt. So, Alterle. Glock. Die haben wir geschlagen. Eins von drei. Und wo ist jetzt die nächste? Muss er jetzt das Ding jedes Mal neu aufnehmen? Da drüben ist, glaube ich, noch so eine. Ey, guck mal, jetzt ist der Böbel weg. Wieso ist denn der jetzt weg? Ich habe ihn doch erst einmal benutzt. Ist der jetzt in meinem Inventar drin? Weil hier liegt er nicht mehr, wo ich vorhin... Ne, da drüben wäre noch mal eins. Ich laufe jetzt mal hin, in der Hoffnung, dass er den eingesteckt hat. Ansonsten fahren wir halt weiter. Ich habe bestimmt nichts falsch gemacht. Ne, da ist jetzt der Böbel, ist jetzt weg. Komischerweise. Ich habe ja nur drauf gedrückt einmal, ne? Schade, Mensch, wo wären die... Oder gibt's da einen Zeitintervall, dass ich hier hätte rüber hechten müssen? Da ist bestimmt nämlich die dritte Glocke nicht weit. Wo ist denn die dritte Glocke? Die wäre weiter hinten gewesen noch, glaube ich. Ich gehe nochmal rüber. Wenn wir es halt nicht finden, muss ich es verschieben und nochmal machen irgendwann. Schade. Hier war der, ne, vorhin. Da ist er jetzt aber nicht mehr. Nö. Keine Ahnung, was ich jetzt wieder falsch gemacht habe. Schade, ich hätte jetzt echt gerne die Quest erledigt. So eine Nebenquest mal, weißt du? Okay, fahren wir weiter Richtung Auftragsplatz. Hauptsache, das Kind wechselt. Komm, wir fahren selber, geh weg. Geh aus dem Autole raus. Hier ist der große Dinosaurier, wo ich vorhin gemeint habe. Guck mal, hier. Ah, hier ist wieder gesperrt. Wir gehen mal ganz kurz raus, ich muss mir das angucken. Hier, ne? T-Rex. Und da drüben habe ich was gesehen, das können wir aufbauen. Nee, 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 nee. Vielleicht haben wir Glück und es gibt den richtigen Skin. Verkleidekabine aktiviert. 7 von 17. Haben wir schon 7 Stück? Freigeschaltet. Paparazzo. Ah, siehste? Jetzt haben wir auch so einen Skin von Paparazzo. Hier kann man nichts machen, ne?
Außer zerstören. Dein Zeitungsladen ist kaputt, Alterle. Alles klar. Nö, dann machen wir einfach weiter im Takt. Hallo. Sorry, das ist ein Notfall. Die sind ja sowieso vorhin auf uns losgegangen, da können wir jetzt auch uns rechnen. Ne? Hier ein paar Purzelbäume geschlagen, weil ein Auto kommt. Schade, Mensch, mit dem Gong. Wieso war der plötzlich weg? Ich weiß es nicht. Alter, stoß das Auto nicht. Alter, Voucher, du fass aber auch wie krank, Alter. Ne? Ich hab's verpasst. Ne, 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 ne. Also gut, ab und zu sind also so solche Zeichen an der Seite. Ich denke mal, dass ich irgendwas falsch gemacht habe, ne, mit dem Gong. Gerade beim nächsten Mal probieren wir wieder so eine Quest. Ey, ist das ein Parcours? Ne, ist kein Parcours. Sah gerade so aus, hier an der Decke die Lampen. Entschuldigung. Das Auto hat noch ein bisschen Power hier, also hebt es noch eine Weile. Kommen wir da durch? Ja, schon, oder? Wo kommen die denn her? Halt, stopp. Ich habe wieder was gesehen. Weil den Skin haben wir nämlich. Ne. Ja, guck nicht so, Alter. Anderer Skin, Diggerle. Da ist ein Stein drin. Können wir mal gebrauchen. Oh, die Zeit fliegt schon wieder los, Alter. Ich will gar nicht ausmachen, weißt du? So, wir nehmen natürlich den kaputten Bock wieder. Fahren wir noch zu Ende zu Schrott. Ah, überhol doch. So, das hast du davon. Das hast du. Oldster. Auch nicht schlecht. Ey, da muss man echt die Augen aufhalten. Wenn wir sowas sehen, ne? Der fährt sich schön. Das ist meiner jetzt, Leute. Der ist gemütlich. Was ist denn das da? Was ist denn das für einer hier? Polizeiangelegenheit. Ey, der ist aber auch nicht schlecht. Der ist ja auch nicht schlecht. Guck mal. Stopp. Sehr schön. Hier ist das nächste Zeichen. Oh, angekommen. Wir leben noch. Guck mal, hier wird bewacht. Alles klar. Sonst noch irgendwas hier, was man geschwind machen könnte vielleicht? Ja, da drüben ist so eine Polizeiding wieder. So eine Kabine. Die haben wir jetzt bald alle gefunden schon, oder? Aha. Eine Blonde in einem Kleidchen. Hallöle. Und, wen haben wir? Küstenwache. Yo, sehr schön. Sehr, sehr schön. Hier gibt es doch bestimmt auch wieder eins von drei Sachen zu erledigen. Guck mal. Ey, was ist denn das? Kann ich das surfen? Das wäre natürlich affengeil jetzt. Und? Nicht so, ne? Ja, doch, man kann was aufbauen. Was machen wir? Eine Sandburg. Oh, da haben wir schon mal welche aufgebaut. Eins von drei Sandburgen. Hey, komm, das machen wir geschwind. Wer weiß, was es wieder gibt, ne? Hier ist nochmal sowas. Und? Du hast einen Superbau entdeckt. Ah, hier. Was kostet der? Looping-Dreher, 30.000. Den müssen wir uns merken. Den will ich sehen, wenn wir soweit sind. Jetzt, wo ist das mit der Sandburg? Hier vielleicht? Hier? Kann das auch über den ganzen Strand verteilt sein vielleicht? Kann schon sein, ne? 30.000 Looping-Dreher ist bestimmt geil. Würde ich schon gern sehen. Oh, das kann man nicht kaputt machen hier. Doch, jetzt ist es kaputt. Da ist wieder so ein Surfbrett. Man muss die suchen. Das machen wir jetzt geschwind. Wir sind jetzt sowieso, die Mission fangen wir beim nächsten Mal an. Wir machen jetzt noch ein bisschen Freestyle hier. Ein bisschen Freestyle muss mal sein. Pam, 2 von 3. Wir haben schon mal sandburgenmäßig was gemacht. Und ich habe es nicht fertig gemacht, ne? Da ist nochmal ein Surfbrett, guck. Das könnte das letzte sein, ja. Schön, haben wir wieder was fertig. Vielleicht kriegen wir gute Steine. Alter, da hinten ist eine Achterbahn. Da ist eine Achterbahn. Was ist das jetzt? Da ist ein Skin. Wo war... Der liegt direkt hier, den wollen wir. Hey, ein Strandtyp, Leute. Ein Strandtyp, da gehen wir uns kurz umziehen. Und dann gehen wir als Strandtyp hinten auf die Achterbahn. Sieht ein bisschen aus wie Atlantic City hier. Wobei Atlantic City hat irgendwie eher ausgesehen wie so eine Pappstadt. Also hier ist es schöner. Hier ist es schöner wie in Atlantic City. Wie komme ich jetzt drauf, dass ich mich hier umziehen kann? Das war doch ein Stück weiter, Roger. Nimm die Steine mit. 30.000 kostet der Super Looping. Mach mal die Arme nicht so breit hier. So, oh Gott, die Zeit fliegt echt davon, Leute. So. Den Strandtyp ist bestimmt ein Zivilist.
denke ich mal, Bergarbeiter, Zivilistenskin war wo? Wo waren die Zivilistenskins? Beim Judoka. Einwohner? Ich denke mal, als Einwohner wird er sich hier irgendwo verstecken. Chase McCain, Karatekämpfer. Einen Karatekämpfer hatten wir auch noch. Das ist er, ne? Der Strandtyp. Siehst du, deswegen zocken wir, Leute. Da können wir auch mal ein Strandtyp sein, weißt du? Jetzt will ich die Achterbahn checken. Mach Platz. Lauf auf dem Gehweg. Es gefällt mir so, jeden ganzen Anrempel hier. Normal bin ich so nicht. Was hat denn der für eine geile Kappe auf? Ah, das sind weiße Haare. Entschuldigung. Da müssen wir jetzt hindern, ne? Ist klar. Soll ich die kaputt machen? Wer schreit denn da immer so? Der irgendjemand redet immer plötzlich über seine Lohnerhöhung. Ich komm zu spät. Mach halt langsam mal da gechillt. Irgendwann ist das Leben vorbei. Und dann hast du nur gehetzt, weißt du? Ist doch so, oder Leute? Machen wir uns lieber locker und gemütlich. Hier ist noch so ein Superbau. Ey, das müssen wir komplett aufbauen hier unten. Wie viel kostet wohl das da? Und vor allem, was ist es? Super Sandburg. 30.000. Ey, wir müssen die Strandpromenade hier aufbauen, Männer und Frauen. Da kommen wir nicht drum rum. Das nimmt uns keiner ab. Sagte der Strandtyp und sammelte Steine. Sind ja dann im Prinzip nur noch, ja, so 50.000, 53.000, dann haben wir's. Das sammle ich, das spare ich jetzt. Da müssen wir uns nur merken, wo das war. Lass mich mal ganz kurz auf der Map gucken. Okay, das war hier an diesem Ausläufer-Ding. Ey, die Stadt wird immer größer. Müssen wir uns merken, ne? Da möchte ich auf jeden Fall die Superbauten errichten. Da habe ich voll Bock drauf, das zu sehen. Kann man das nicht kaputt machen? Okay. Jetzt gehen wir erstmal auf die Achterbahn. Da-da-da-dam. Vielleicht schaffen wir noch eine Fahrt. Hier musst du von hinten angreifen. Ja. Strandtyp. Muss man dir alles sagen, Strandtyp. Da ist noch was. Guck mal, hier ist noch so ein Surfbrett. Wenn man vielleicht nochmal so eine... Nee, ne? Nee, ist jetzt nur noch ganz normale Geschichten hier. Das hier kann man bestimmt nicht kaputt machen. Das sieht sehr stabil aus. Strandtyp. Strandtyp. Okay, ich bin gespannt, ob wir hier fahren können. Würde ich jetzt gerne eine Runde sausen. Sind das da oben so Kabinen? Müssen wir hin. Müssen wir hin. Ist das genial einfach, dass man hier so rumlaufen kann? Ey, guck mal, das ist ja auch übelst geil hier. Was? Ich hätte nicht die komplette Donutbox leer futtern sollen. Hier, ne? Ist der Hammer, oder? So geil gemacht. Hier, das machen wir kaputt. Das steht eh im Weg ein bisschen. Aber das kann man nicht. Ist das Dynamitzeugs? Nee, ne? Wieso kann ich das nicht kaputt machen hier? Dedededem. Orion? Stand da Orion drauf? Ah, das ist gar nicht so ein Ding. Ich dachte, das wäre eins zum Aufbauen. Schade. Guck mal, aber die Steine, wenn du die einzeln einsammelst, das dauert einfach viel zu lang. Wir müssen diese super bunten Steine finden. Orion, Baby. Da gehen wir erstmal hoch. Wir hätten gerne eine wilde Fahrt. Es ist gesperrt. Da ist wieder so ein Superbau. Was kostet der? Orions Raketen. 50.000. Gott, und ich hätte aber so Bock, das jetzt zu machen. Scheiße, ich will hier mit dem Ding fahren. Da war eine Katze oben. Da war eine schwarze Katze oben. Hätte ich gucken müssen, ob ich die krieg. Alter, was gibt... Hier gibt's Dynamit. Okay, hier gibt's Dynamit. Und hier, nebendran? Nix. Brausewasser. Ey, wenn's hier Dynamit gibt, dann gibt's hier bestimmt auch eine Aufgabe. Muss ich gucken. Scheiße, die Zeit rennt uns halt gerade so davon, weißt du? So, mach mal hier auf. Vielleicht findet man da drin irgendwas. Bis jetzt Geld. Und wieder so ein gesperrtes Ding. Wir müssen, glaube ich... Was war da? Ne, geht ja nicht. Wir haben den Skin haben wir nicht. Jetzt müssen wir hier noch rauskommen. Das wäre super. Wir gehen mal ganz kurz hoch zu der Katze. Nur gucken, ob wir da irgendwas machen können. Alter, dann brauche ich jetzt 110.000 Steine. Ja, ich hab das nicht. Und ich komme da auch nicht hoch. Voucher schlagst dir aus dem Kopf einfach. Was ist hier? Okay. Geschwind was gefuttert. Nochmal? Kostet ja hier nichts, hä? Guten Tag. Guten Tag. Bis der Magen verdorben ist, einfach von allem mal was rein in den hohlen Ranzen. Guck mal, ist das hier Hau der Lukas? Hau den Lukas, Alter! Mach dich bereit, Alter.
das bloß nicht. War doch lustig. Ja, guck mal, wie er sich kräftig macht hier. Und das Hämmerle wieder hingestellt. Sehr cool. So ein kleiner Marktplatz, Rummelplatz. Das ist wie Atlantic City, Leute. Hier nochmal was reingegessen. Da habe ich damals, als ich da war, da hat einer an der Straße... Ach, die kann man auch kaputt machen. Da hat einer an der Straße Weinbergschnecken verkauft. Und einer hat er auf dem Weinberg, auf das Schneckenhaus, hat er ein Batman-Zeichen draufgemalt. Das vergesse ich nie. Guck mal hier, das können wir bestimmt fahren. Ja, sag mal, sei nicht so genervt, oder? Wenn wir schon die Orion-Rakete nicht fahren können, Leute, dann viel Spaß. Okay, wir machen an der Stelle aus. Beim nächsten Mal machen wir weiter in der Story. Einfach, dass wir mal die ganzen Skins irgendwann haben, um solche Geschichten hier auch machen zu können, ne? Hallo. Eine wilde Fahrt. Wie sagen sie immer auf dem Messplatz? Eine neue Runde, eine neue Runde. Okay, schön, dass ihr reingeschaut habt, Leute. Beim nächsten Mal geht's weiter in der Story. Wir haben jetzt mal den kleinen Ausrutscher hier gemacht. Ist ja schon geil. Guck mal, vielleicht können wir hier... Habe ich schon jetzt zweimal gesagt, dass ich gehe, ne? So, sorry. Können wir das fahren? Können wir das fahren? Hallo? Kann ich das fahren oder kann ich es nicht fahren? Es hat kein Kassenhäusle irgendwie, ne? Jetzt bin ich unten drunter. Ich sehe nicht, wo das hier losgehen soll. Nö. Das kann man bestimmt auch noch fahren. Ich wette doch, oder? Vielleicht muss ich mit dem Strandtyp. Alles klar, Leute. Genug entdeckt für heute. Ich sage euch wirklich Tschüss. Wir sehen uns, ne? Bis zum nächsten Mal. Morgen um 16, 15, 15.30 Uhr. Bis morgen. Ciao, Leute.